So, Freunde, jetzt haben wir noch unseren Freund Alciando. Der wird noch zu euch ein paar Worte sagen. Und ich denke, dann hat der Roger entschieden, dass wir spazieren gehen. Hallo Chemnitz! Ich sag's gleich so wie es ist, die schon in Jansdorf waren, die wissen, dass ich nicht der große Redner bin. Ich will euch mal berichten, was bei uns in Jansdorf so abgeht und wie es zu der Errichtung des Containerdorfs überhaupt gekommen ist. Derzeit sind in Jansdorf laut Bürgermeister 7 Invasoren untergebracht. Ich zähle jeden Tag weit mehr, wenn ich das Dorf hochfahre. In der ersten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 31.08.2015 wurde vom Landratsamt angefragt, ob es möglich ist, dass das Landratsamt auf ihrem Grundstück im Gewerbegebiet in Jansdorf mit der Gemarkung Pfaffenheim eine Containerwohnanlage errichten darf. Dies wurde von den Gemeinderäten mit 13 dagegen und einer Enthaltung abgelehnt. Bei den Ablehnern war auch Bürgermeister Michaelis. Klingt ja erstmal nicht schlecht, so weit, so gut. Aber das Landratsamt hatte gleichzeitig auch einen Bauantrag eingereicht. Zu einer zweiten öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde am 28.09.2015 eingeladen, um über den Bauantrag abzustimmen. Was da passierte, sollte in die Geschichte eingehen. Der Bauantrag des Landratsamtes ist für 5 Jahre gültig, das heißt bis zum 30.09.2020. Mit anwesend zu der Gemeinderatssitzung war auch Landrat Vogel. Erst wurden die Gemeinderäte dazu befragt, wie sie das abstimmen werden und was sie davon halten. Dann wurden die Anwesenden in diesem Vereinssaal, diese 200 Bürgern schnell klar, was jetzt passiert. Dann waren die Bürger gefragt und durften Fragen an den Landrat stellen. Da war eine Frage, die hat einen Nagel auf den Kopf getroffen. Vor allem so schnell habe ich noch nie einen Landrat und so deutlich Antworten hören. Die Frage war, was passiert denn, wenn die Gemeinderäte heute mit Nein stimmen werden, ob sie es dann einklagen und ihr Gesetz durchdrücken zur vereinfachten Errichtung von Invasorenlagern. Er antwortete mit einem klaren und einfachen Ja. Was dann kam, war einfach schön zu erwarten. 8 dafür, 5 dagegen und wieder von der gleichen eine Enthaltung. Bei den Dafürstimmen war auch Bürgermeister Michaelis mit der Begründung, dass der Bauantrag ja nur auf 5 Jahre gültig ist und sie so das Zepter nicht ganz aus der Hand geben. Bürgermeister Michaelis, der noch knapp 4 Wochen vorher einer der größten Asylkritiker war, ist jetzt zu Pro-Asylsprechern umgekehrt. Um es mit einem Wort zu sagen, ein wortwörtlicher Wendehals. So heißt es auf Deutsch, das Containerdorf wird gebaut.
das war jetzt erstmal eine Vorgeschichte. Der Bau hat am 5.10. begonnen mit der Erschließung, mit den Erschließungsarbeiten. Inzwischen ist der Bau so weit fortgeschritten, dass der Froststutz und die Erschließung fast fertig ist und die Bodenplatte in Kürze gegossen wird. Ende diesen Monats sollen die Gedenker kommen. In der ersten Dezemberwoche werden die Innenarbeiten gemacht und in der zweiten Dezemberwoche soll Tag der offenen Tür für die Bürger sein. Am Anfang hieß es aber, dass die Investoren erst im Februar einziehen sollen. Eigentlich sollen es ja auch über 150 sein. Aber die Container sind schon für 160 ausgelegt. Was das bedeutet, wissen wir natürlich alle. Dann sind die auch so aufgebaut oder werden so aufgebaut, dass dann nur noch ein Stockwerk oben drüber, dann noch ein Stockwerk oben drüber, dann noch ein Stockwerk oben drüber. Wie das eben so ist. Ja, soweit erstmal jetzt von mir. Zur nächsten Demo hier in Chemnitz habe ich jemanden beauftragt, der hat eine dreiseitige E-Mail an den Bürgermeister geschrieben mit Fragen, klaren Fragen, wo er auch klare Antworten erlangen möchte. Und wenn er dann mal welche hat, würde er gerne mal hier sprechen. Er war schon öfters in Dresden zu den Demos. Und er ist ein besserer Redner wie ich, sage ich gleich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Glück auf! So, als allerletztes haben wir jetzt noch unser Freund von unserem Leuchtturm eintreten. Guten Abend, Chemnitz. Mein Name ist Ronny Mannes und stehe hier stellvertretend für die vielen Einsiedler, die seit Wochen den friedlichen Protest gegen die Erstaufnahmeeinrichtung im ehemaligen Pionierlager begleiten. Als erstes möchte ich mich für die personelle, organisatorische und technische Unterstützung bedanken, ohne die in Einsiedel vieles nicht möglich gewesen wäre. Nun mal kurz ein paar Worte zu Einsiedel. Aus einer spontanen Idee an einem Sonntag im September ist mittlerweile eine Veranstaltung in Form eines Schweigemarsches jeden Mittwoch geworden. Bis zu 3000 Leute beteiligen sich in unserem Ortsteil und gegen die Nutzung des ehemaligen Pionierlagers als Erstaufnahmeeinrichtung und den alltäglichen Asylwahnsinn in Deutschland zu protestieren. Seit Donnerstag ist es die traurige Gewissheit. Einsiedel bekommt seine Erstaufnahmeeinrichtung mit bis zu 544 Plätzen. Vorerst. Denn am Beispiel von Schneeberg oder Ebersdorf sieht man, wie schnell sich solche Zahlen verdoppeln, ja sogar verdreifachen können. Alle unsere Bedenken, Vorschläge und alternative Lösungen, die es in Einsiedel gab, haben kein Gehör gefunden. Nach wie vor müssen wir feststellen, mit welcher Arroganz und Nichtbeachtung Kommunalpolitiker und die Mächtigen in Dresden und Berlin mit ihrem Volk umgehen, mit dem Volk, das sie gewählt hat und welches sie vertreten soll. Volksverräter!
sich das in der Aussage von Frau Ludwig am Donnerstag in Einsiedel. Sollen die Herausforderungen von den Einsiedlern doch mit einem Lächeln begegnen. Als ob man unsere Denken und Forderungen überhaupt nicht verstanden hat. Deshalb protestieren wir weiter. Friedlich gegen den allgegenwärtigen Asylwahnsinn für Einsiedel, für Sachsen und für Deutschland. Abschließend noch ein paar Worte. Was wir mit unserem Protest jede Woche erreicht haben, ist zu verhindern, dass es zu einer vorzeitigen Belegung kommt. Und wir haben erreicht, dass man in ganz Deutschland, ja sogar im Ausland, unser Aufbegehren positiv wahrgenommen hat. Das ist ein Grund für uns weiterzumachen und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Weg mit allen umliegenden